Der Zopfertyp da, von uns aus gesehen links, der lief jetzt die ganze Zeit so. Also hier auf diesen Streifen, was man hier sieht man ja wie so zwei Streifen, wie so Autostreifen. Hier fahren ja ab und zu mal Autos lang, Wirtschaftsautos oder so. Und ja, der hat nicht wirklich Platz gemacht, weil ich laufe ja hier. Und wenn ich ja laufe, dann muss er ja ein bisschen Platz machen. Der andere Fahrradfahrer da, der Spinner, der lief halt hier. Ja, das ist ja okay. Und der andere, ich meine, der lief jetzt ganz knapp an mir vorbei. Und ich habe schon kurz bevor der mich passiert hat, ja, habe ich schon deutlich mit Gesten zu verstehen gegeben, ja, warum er keinen Platz macht. Und dann auch mehrmals danach. Ja, der Assi wirkte total uneinsichtig. Was der gesagt hat, konnte ich nicht hören. Aber das ist vielleicht auch besser so. Wie gesagt, danach hat er sich noch ein paar Mal umgedreht und habe ich wieder diese Gesten gemacht. Was will denn der Typ? Er ist doch nicht alleine auf der Welt, sowas hasse ich. Egal, ob das zwei solche jungen Spasten sind, dahinter ein Typ mit Kinderwagen, ein bisschen älter, dass drei Frauen sind oder so, ich erlebe das immer und immer wieder. Ich laufe, wie soll ich sagen, zivilisiert, also ordentlich, höflich, mach Platz. Ja, und die laufen so nach dem Motto, ey, naja, du hast dich so, wie soll ich sagen, so quer zu stellen oder quasi unterzuordnen oder ja, ans Gebüsch zu stellen, bis wir vorbei sind. Sowas hasse ich. Das verstehe ich immer nicht. Ich meine, der Weg ist für alle da. Verstehe ich nicht. Ich meine, kennt ihr das auch? Das habe ich ganz oft. Der läuft einfach so weiter nach dem Motto, naja, ich habe jetzt keinen Bock hier. Ja, neben meinen Kollegen, ich wollte jetzt nicht ins Mikrofon oder so pusten, das war jetzt nicht spontan. Ich hätte auch rufen können, manchmal mache ich das, meistens mache ich stumm. Und manchmal sage ich, Junge, was ist denn dein gottverdammtes Problem? Aber dann in dem Ton ein bisschen lauter. Aber wenn ich mich im Recht fühle, dann sage ich das auch so. Gut, allzu viele Videos darf ich heute nicht mehr machen, ich muss mal zurücklaufen, weil ich habe nur noch eine knappe Minute. Ja, verstehe ich nicht. Also ich mache Platz oder laufe halt ganz normal. Hier, sagen wir mal, auch als Fußgänger sage ich mal Rechtsfahrgebot. Gibt es zwar so nicht. Fahre schon mal gar nicht, wenn dann Rechtslaufgebot. Ich laufe halt ganz normal, wisst ihr. Das ist so nicht so hier, hey komm, ja, extra so provozierend. Ja. Nee. Ja, jetzt ja. Ja. Also ich bin ganz normal gelaufen. Ja. Und als er dann halt, wie gesagt, ankam und nicht wirklich Platz gemacht hat, so als wäre ich ein kleines Kind oder irgendein scheiß Tier. Das muss jetzt sein wegen einem Insekt. Dann provoziere ich halt mit Gesten oder auch mit Worten nach dem Motto, Junge, was ist denn los? Warum machst du keinen Platz? Vor allem, was ich dann am meisten hasse, ist immer dieses Unverständnis nach dem Motto, ey, was willst denn du jetzt? Ja, was provozierst du uns? Ja, oder Beleidigung oder so nach dem Motto, wir sehen überhaupt keine Fehler ein. Ich habe nur 10 Sekunden. Sowas hasse ich. Absolut abartig sowas. Ja, Leute machen keinen Platz, obwohl sie im Unrecht sind.